Was passiert mit der GUBD? Es gibt vier neue, also eigentlich fünf neue Punkte da drin. Sie dürfen mit der Buchhaltung in die Cloud, wo gespeichert wird, in Europa, ist unerheblich. Glückwunsch. Das Abfotografieren von Belegen mit mobilen Geräten ist legitim, wenn das Verfahren sicher ist und beschrieben ist. Also im Restaurant, unterwegs, Klick und ab in die Firma. Alles okay, sind originäre Belege. Dann in der 135, da war es ja so, wenn wir originäre Eingangsbelege haben und machen daraus ein Inhouse-Format, ein PDF-A2 zum Beispiel, dann musste ich ja beides aufheben. Wenn Ihre Verfahren aber sauber und sicher dokumentiert sind, dann können Sie auch die originären Formate wegschmeißen. Das heißt, die Speicherkosten halbieren sich unter Umständen. Man muss mal gucken, was man von den beiden denn weiterhin speichert. Ja, es gibt Ergänzungen beim Scannen für die Verlagerung der Buchführung ins Ausland. Und auch hier ist das ersetzende Scannen weiterhin ohne elektronisches Signieren möglich. Ist auch schön. Ihre Auslandskollegen, wenn man unterwegs was scannen oder so ein Fujitsu-Kiste, die im Rechner stehen haben, nichts mit Signatur, wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Die Signatur, glaube ich, hat massiv wieder versucht, da die Signatur wieder reinzubringen. Nach dem Motto, die Italiener machen sie auch, aber wir machen das nicht, weil wir wollen das Zeug ja verarbeiten können und nicht irgendwie die Fehlerchen generieren. Gut, andere kritische Bereiche haben sie nicht gemacht, also beispielsweise Bereithaltung von OCR-Ergebnissen über die gesamte Lebensdauer, 10 Jahre, Aufwand bei Migration ist alles geblieben, auch Mitwirkung, so ein Risikopunkt ist auch geblieben, aber auch so Blockchain haben sie nicht mit reingebracht, aber da kommen andere Sachen, die Anerkennung von Blockchain kommt über die Regelungen des DSM, des Digital Single Market. Sollten Sie einen Agenten drauf haben auf dieser Webseite. Da kommen diese ganzen neuen gesetzlichen Vorgaben hin zu Sicherheit, E-Privacy, Signaturen und Krams. Das spielt sich alles im Bereich des Digital Single Market ab und da rechnen wir in den nächsten 2-3 Jahren mit etwa 40 neuen Richtlinien. Das Schöne ist, das kann man sich angucken, dann weiß man, dass in 2 oder 3 Jahren in Deutschland geht. Also das ist wirklich für Zukunftsplanung. Ja, wie gesagt, dieser Kram da vom BSI ist nicht mal erwähnt in den Videos.